So, liebe Leute, weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate und wir machen heute weiter mit der Eroberung. Und zwar wollen wir heute die Themse, also heute und morgen wahrscheinlich, vielleicht auch übermorgen dazu, noch die Themse erobern. Und dann geht's auch wieder mit den Hauptmissionen weiter, wenn ich ehrlich bin, weil ich glaube, dann haben wir die zwei Gebiete, die uns vom Level her passen, erobert. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir dann irgendwann vom Level her 1 aufsteigen. Und wenn wir dann Level 6 sind, können wir uns tatsächlich versuchen, das letzte fehlende Gebiet noch zu holen. Also quasi den einen Bossfight noch zu machen, den wir da ja noch offen haben mit Level 6. Das dauert aber noch ein bisschen. Also wie gesagt, ich will erstmal kurz ein bisschen Missionchen machen. Also sprich, wie gesagt, die zwei Gebiete von der Themse erobern. Letztes Mal haben wir ja Lambeth, glaube ich, mitgenommen. Genau, mit dem Bossfight, ja. Richtig. Und jetzt geht's weiter, wie gesagt, mit der Themse. Das wollte ich ja eigentlich schon vorher noch gemacht haben. Aber das ist, wie gesagt, das Nächste. So, was haben wir hier? Southwark, nicht erobert. Ja, genau, Southwark fehlt... Geht schon wieder los. Na gut, dann mal. Ja. So, meine Freunde. Die Jungs wollen wir da ja mal mitnehmen. So, können wir mal kurz durchblendern. Ah, okay, den hat es beatmet, das heißt... Da sind wir auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite. So, unser Ziel ist es jetzt erstmal hier rüber zu kommen. Ich kann, glaube ich, keinen Schnellreisepunkt machen. Na, das ist natürlich ärgerlich. Gut. Dann gehe ich eben kurz hier hin. Weil das ist so quasi der nächste Punkt. Ich brauche diese Schnellreisepunkte, deswegen werde ich auch die Gebiete nach und nach erobern. Erstmal will ich machen, und damit wissen wir auch, was auf uns zukommt, zumindest zum Erobern. Ob wir wieder so eine Kinderfabrik haben oder was auch immer. Und dann schauen wir das einfach. Schauen wir uns dann einfach mal an. So, einfach mal kurz abwarten. Übrigens gibt es eine kleine Planänderung bezüglich dieses Projektes hier tatsächlich. Es wird jetzt ein bisschen verschoben. Und zwar fällt der Donnerstag weg. Dafür kommt der Dienstag mit rein. Hat folgenden Grund, dass ich mich aufgrund von Differenz aus der Dienstagsliga verabschiedet habe, der Formel 1 Liga. Deswegen Dienstag nicht mehr streamen, sondern dafür Donnerstag streamen. Und deswegen verschiebt sich das quasi einfach alles um ein bisschen. Wie gesagt, Dienstag wird jetzt offiziell, wird jetzt Assassin's Creed dazukommen und der Donnerstag fällt dafür raus. So, das war kurz dazu. Das wird auch quasi jetzt ab diese Woche so passieren. Also deswegen nicht wundern, dass wir hier quasi in den Dienstags, dass wir jetzt gerade heute an dem Dienstag hier, ja, an dem Dienstag hier quasi Assassin's Creed sieht. So, kurz mal gucken, wo wir hin müssen. Warte mal, das heißt, ich gehe mal hier kurz hier hoch. Warte mal, ich muss mal da hinten. Ah, wir müssen da hinten hin. Okay. Ich gehe mal kurz hier oben durch. Ja, das sind 600 Meter, ich weiß das. Die Frage, kann ich da hinten hin? Nö, kann ich nicht. So, dann nehmen wir kurz mal hin. Unten ist ein Markt. Das heißt, den brauchen wir aber gerade nicht. Oh, ich gehe quasi, wenn es möglich ist, halt oben über die Dächer. Weil es damit kürzer ein bisschen kürzer ist. Ja, gehen wir da hoch. Ich hoffe, dass wir jetzt hier keine große Feindpräsenz haben, aber ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Das sind noch 400 Meter. Warte mal, hier unten ist eine Kiste irgendwo. Da ist sie. Nehmen wir alles mit, was wir so kriegen können. Wenn ich gerade mal, also ich werde jetzt nicht explizit nach der ganzen Zeit nach den Kisten suchen. Wenn ich natürlich aber jetzt eine finde, die mir irgendwie gerade auf dem Weg liegt, nehme ich sie natürlich gerne mit. Also das, darum geht es ja tatsächlich auch. So, ja. Okay, das geht jetzt da hoch. Ich gucke mal gerade hier rechts und links, ob da nicht irgendwo ein Zug kommt. Wie gesagt, Hausmark fehlt uns leider auch noch. Da fehlt uns der Bossfight noch. Aber den kriegen wir noch irgendwann hin. Ich denke mal, wenn wir Glück haben, kriegen wir das irgendwann in der nächsten Folge. Vielleicht übernächste Folge, vielleicht auch danach ist die Folge hin. Wir müssen warten, bis wir Level 6 sind und dann können wir offiziell das angreifen. Und das will ich auch gerade noch machen. Dann, auf jeden Fall.
Ich hab's nicht vergessen. Ich muss es einfach nur dann mal. Ihr habt es ja mitbekommen, wie es ja, dass es überhaupt nicht funktioniert, dass wir überhaupt nicht angreifen konnten. Und deswegen seht es mir bitte ein bisschen nach, dass wir das ein bisschen erstmal noch vertagen. So, ich kletter hier mal gerade kurz durch. Dauert jetzt gerade noch einen Moment, weil ich hier immer erstmal den Weg finden muss. 600 Meter, das kriegst du nicht mal eben so überbrückt. Das dauert alles mal ein klein bisschen. Ich denke, im Hafen liegt das. Okay. Na gut, wir sind nicht weit weg vom Bahnhof, ne? Das ist klar. Was ist denn das Ding? Ah, da oben. Ah, das sind wieder alles Feindgebiete. Wie ich denn da hoch? Nee, krieg ich nicht. Oh, ernsthaft? Das hat er nicht überlebt? Ja gut, klar, das war jetzt ein Stück. Ernsthaft? Geil. Ich hoffe nicht, dass er uns jetzt wieder zum Zielpunkt zum Zielpunkt zurück oder zum Startpunkt zurück bringt. Sondern einfach nur kurz wartet. Also einfach kurz zum letzten Punkt zurückbringt oder auf die Brücke da oben bringt. Dauert jetzt alles einen kleinen Moment. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass der mir da jetzt so auf den Boden klatscht. Weil ich wollte eigentlich die Feinde, ich hatte auch nämlich die Feinde noch gesehen, die wollte ich noch mitnehmen. Auf dem Schiff, da waren nämlich noch welche am Fighten. Und die wollte ich mal mitnehmen. Ah, gut, perfekt. Haben wir hier irgendwo große Fightpräsenz? Nö, eigentlich nicht, ne? So, da ist irgendwo eine goldene Kiste, oder was? Geh mal weg da. Dankeschön. Ich brauche nämlich diese Kiste. Das ist übrigens eine... Die goldene Kiste bedeutet eigentlich immer, dass man ein Schloss knacken muss. Und das können wir ja Gott sei Dank alle schon. So, dann nehmen wir mal kurz das Ding hier mit. Das ist tatsächlich... Bist du's? Aha. Verschlossene Truhen haben wir vollendet. So, und ich gehe jetzt kurz mal da hoch, weil ich will wissen, was mir eigentlich hier so ein bisschen bevorsteht, bis wir mal dieses Gebiet heute noch erobern wollen. Oder dieses Teilgebiet. Dann fehlen uns nämlich noch eins und dann haben wir die Themse auch fast durch. Und dann holen wir uns den Bossfight. Ich muss jetzt gerade nur hier hoch. Ah, warte mal. Ja, dann machen wir das doch mal. Dann müssen die ganz auf diesen Mast hoch. Boah, das ist ja ganz, ganz oben. Ja, ja, das ist ein ganzes Stück, ne? Aber unser kleiner Assassine, der kann ja hier fleißig klettern. So, und dann nehmen wir mal kurz den Synchropunkt hier mit und dann wissen wir auch, was als nächstes hier uns ansteht. Dann finden wir nämlich alle Kisten und alles, was uns hier versteckt ist. Da fehlt es nämlich nur noch ein Gebiet. Da unten ist eine Templerjagd, das ist immer gut, das ist nicht weit weg. Das kriegen wir da auch noch hin heute sogar. So, und die Templerjagd bedeutet eigentlich nur... So, die Frage ist, kann ich da jetzt ohne Probleme hin? Was ist denn da unten? Ist das eine Helix-Klitsch? Sieht so aus. Ach, den... Jawohl, den nehmen wir noch mit, den Helix-Klitsch. Na, das überlassen wir mir. Kurz mal gucken, was wir hier haben. Ja, die Templerjagd, die gehört wahrscheinlich hier zu dem Gebiet dazu. Hier oben ist noch was anderes. Kopfgeldjagd, okay, dann machen wir erstmal die Templerjagd, dann machen wir da oben die Kopf... Ah, das sind mehrere Gebiete, okay. Nee, alles gut. Dann machen wir nämlich erstmal die Templerjagd da oben hoch, dann holen wir die Kopfgeld, machen wir das Kopfgeld. So, die Frage ist, kann ich da jetzt... Ah, die kriege ich nicht hin, ne? Ja, dann hast du. Tschüss. Moin. Jetzt muss ich jetzt mal darüber.
Große Frage, was müssen wir da machen? Okay, das sind ein paar feine Gebiete. Okay, war das jetzt hier? Komm mal her, meine Freunde. Ja, komm doch selber, mein Freund. So, was müssen wir als nächstes? Luft hat das Ziel, oder irgendwas ist das Ziel hier? Das ist das große Ziel jetzt. Ich habe alles, was Sie brauchen. Ich habe alles für den Test. Die Frage ist, wo ist denn das? Das Ziel hin. Da bist du. Es war kein Luftkasten da, aber das Ziel ist erledigt. So, anonym werden ist immer. Und jetzt verschwinde ich mal kurz aus dem Ziel hier. Aus dem Gebiet hier raus. Kann ich hier kurz nebenbei das Ding mitnehmen? Und dann haben wir das erledigt. Die Templerjagd ist abgeschlossen. Ich gucke auf meine Uhr und wir sind sogar schon durch für heute. Also wie gesagt, klar, das werden wir ein bisschen was kurze Folgen machen. Ist halt einfach in dem Moment so. Dann kann ich nämlich mal ein bisschen für Missionchen machen mit den ganzen Reise. Gut, wir haben jetzt mit der Reise gemacht, die Templerjagd, aber das haben wir alles abgeschlossen. Leider konnten wir das Duftattentat nicht verüben, weil ich nicht hochkam und das Sitzspiel gesehen habe, so ein bisschen. Ärgert mich gerade so ein bisschen, weil wir da hätten mal noch ein paar XP mitnehmen können. Wir brauchen wieder noch drei Dings haben brauchen wir noch, um überhaupt so Level aufzusteigen. Naja gut, okay. Ich würde mal sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed Syndicate und dann machen wir weiter mit dem, was noch da so fehlt. Bis dahin und tschüss.